Vielen herzlichen Dank für die nette Einführung. Wie schon erwähnt, mein Name ist Sebastian Busse. Ich bin Fachreferent für Career Services in Natur- und Lebenswissenschaften am Zentrum für fremdsprachliche und berufsorientierte Kompetenzen oder kurz ZFBK. Und heute möchte ich mit euch über das Thema Employability sprechen oder auch Erfolg durch Employability. Und da gehen wir auf verschiedene Aspekte ein. Was ist das denn eigentlich? Was gehört dazu? Und wie können jetzt ganz konkret die Career Services euch dabei unterstützen, eure Employability zu stärken? Und da starte ich erstmal ganz zu Beginn mit der Frage, was braucht man denn eigentlich für einen gelungenen Berufseinstieg? Da gibt es immer viele Aussagen, die ich hier mal zusammengetragen habe, die ihr bestimmt alle schon mal in verschiedenen Aspekten gehört habt. Was sollte man also tun? Was braucht man? Man soll seine Stärken reflektieren, seine Schwächen reflektieren. Man soll seine Karriereziele kennen und auch die reflektieren natürlich. Man weiß, wo es hingehen soll. Man soll seine Kompetenzen, ganz konkret Schlüsselkompetenzen, also so übergreifende Kompetenzen, Soft Skills, entwickeln. Während des Studiums, natürlich auch noch nach dem Studium, dann im Beruf und auch seine Fachkenntnisse ausbilden. Man muss seine Netzwerke nutzen. Je mehr Personen ich kenne, auch in interessanten Unternehmen zum Beispiel, desto eher habe ich die Möglichkeit, dort auch Zugänge zu finden und die Netzwerke für immer kontinuierlich ausbauen. Und man soll flexibel sein, offen sein für neue Herausforderungen, für Änderungen in der modernen Arbeitswelt. Das sind alles Aspekte, die eine Rolle spielen, wenn ich gut ins Berufsleben einsteigen möchte. Und das alles ist eben sehr doch allgemein schwammig formuliert. Und es gibt dabei einen Begriff, nämlich der Employability, worunter das alles zusammengefasst werden kann. Für den Begriff gibt es leider keine gute deutsche Übersetzung. Im Deutschen würde man sagen Beschäftigungsfähigkeit oder auch Beschäftigungschancen. Das klingt manchmal so ein bisschen, als wäre es sehr von der Industrie und Arbeitgebern sozusagen gemünzt, aber so ist es gar nicht gemeint, sondern wie wir es verstehen, ist es, dass man sagt, man will selbstbestimmt und planvoll vom Studium ins Berufsleben einsteigen. Und was das jetzt genau ist, da kommen wir jetzt im nächsten Schritt drauf. Definieren wir es erstmal so, wie wir den Begriff verstehen. Was ist Employability? Employability ist die Fähigkeit, sich aktiv an die moderne und vor allem ständig verändernde Berufswelt anzupassen, um die eigene berufliche Laufbahn selbstbestimmt gestalten zu können. Es ist auch sehr formalisiert, aber so können wir das ganz gut umfassen und wir können das auch stärker analysieren. Das machen wir auch bei uns in den Career Services und wir setzen das so, dass wir sagen, die Employability umfasst eigentlich vier Entwicklungsfelder, eine Kombination aus diesen vier Entwicklungsfeldern. Und die stelle ich jetzt mal der Reihe nach vor, damit ihr so einen Eindruck bekommt, was steckt da eigentlich hinter, was sollt ihr damit quasi für euch verinnerlichen. Habe ich hier mal aufgelistet, das sind diese vier Entwicklungsfelder. Einmal die berufliche Anpassungsfähigkeit, das Sozialkapital, das Humankapital und die berufliche Identität. Und im nächsten Schritt gehe ich jetzt mal auf diese einzelnen Felder ein und zeige euch mal, was da eigentlich hintersteckt und wo ihr auch selber mal schauen könnt, wo ihr dort eigentlich steht. Starten wir also mit der beruflichen Anpassungsfähigkeit. Man kann das auch in Fragen formulieren, das machen wir ganz gerne, immer diesen Selbstreflexionsansatz zu wählen. Darunter fällt die Frage oder die Fragen, wie möchte ich denn eigentlich selbst arbeiten? Und welche Optionen habe ich letztendlich? Also hier so ein bisschen die Überlegung, welchen Weg möchte ich eigentlich gehen? Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man im Zuge dieser Ausbildung von diesem Entwicklungsfeld ein Kontroll- und Verantwortungsgefühl bekommt über die eigene berufliche Zukunft. Das heißt auch, dass man offen ist gegenüber neuen beruflichen Möglichkeiten, dass man nicht einen strikten Plan hat, sondern auch eben sich offen hält, verschiedene Optionen anzunehmen, dass man anpassungsfähig ist an sich verändernde Gegebenheiten. Wie gesagt, der moderne Arbeitsmarkt ist sehr flexibel, es gibt viele Änderungen und hier muss man auch immer Möglichkeiten haben, selbst sich anzupassen und nicht stur immer den eigenen Weg zu gehen. Man muss selber proaktiv werden, das ist sehr relevant. Das heißt, man muss sich selber anschauen, wo stehe ich eigentlich und was kann ich noch lernen, was muss ich noch lernen. Da kommen wir auch gleich nochmal beim nächsten Feld dazu. Und ich muss einen Plan haben. Was ist mein Ziel eigentlich, wo möchte ich hin, was sind meine Karriereziele? Und was auch sehr relevant ist, was auch in diesem Feld ausgebildet wird, ist sogenannte mentale Stärke. Also wie stressresistent bin ich, wie resilient bin ich in erfolgskritischen Situationen. Also wie gut kann ich solche Situationen auch durchstehen. Und dazu gehören eben auch viele Aspekte, wie zum Beispiel auch Optimismus. Also wenn ich eben sehr optimistisch in die Zukunft schaue, mir anschaue, wie kann ich denn eigentlich, sag ich mal, gut voranschreiten und da eben die Vorteile auch sehe in diesem Weg, umso besser bin ich natürlich auch vorbereitet aufs Berufsleben. Das ist ja die berufliche Anpassungsfähigkeit. Gehen wir mal zum nächsten Punkt, dem Sozialkapital. Was fällt denn darunter? Was kann ich mir dafür Fragen stellen? Da geht es um soziale Netzwerke. Also wen kenne ich? Wer kann mich unterstützen?
Und das heißt, wie bekomme ich Zugang zu berufsrelevanten Informationen? Kenne ich bereits Personen in interessanten Unternehmen, die mir Tipps geben können, mir helfen können, Zugänge auch geben können zu bestimmten Informationen, die ich brauche? Ich habe dann Kontakt zu Ansprechpersonen bei beruflichen Fragen, kann mich dort austauschen, ist eben sehr relevant, um das hier auszubilden. Ich kann mich über die eigenen Ziele auch austauschen mit Personen, die eben auch vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder schon weiter in ihrem Weg sind als ich selbst. Und natürlich ganz klar, ich habe einen viel leichteren Zugang und einen erleichterten Aufbau, um positive Beziehungen mit interessanten Unternehmen aufzubauen. Und das alles stärkt natürlich mein Selbstbewusstsein in der beruflichen Kommunikation. Wenn ich diese Gespräche schon mal im privaten Raum geführt habe, Personen kenne, kann ich auch viel einfacher im Bewerbungsgespräch zum Beispiel darüber reden und auch anders auftreten. Also hier fallen diese Aspekte drunter unter das Feld Sozialkapital. Dann das dritte Feld, Humankapital. Was fällt da drunter oder was können wir dafür Fragen stellen? Hier stellt sich immer die Frage, was kann ich denn eigentlich schon und was möchte ich noch lernen? Das ist, glaube ich, eine Frage, die ihr auch hoffentlich euch häufig selbst stellt, auch im Studium. Wo steht ihr denn eigentlich? Was könnt ihr denn schon? Also wo sind eure fachlichen Kompetenzen jetzt schon und welche überfachlichen Kompetenzen habt ihr schon und möchtet ihr noch ausbilden? Und nicht nur das rein, was ihr faktisch könnt, sondern auch das Selbstvertrauen darin, zu wissen, was sind eure Kompetenzen, was könnt ihr schon gut. Das ist auch sehr, sehr wichtig, um hier die eigene Employability zu stärken, auch anderes Auftreten zu haben. Denn das verstärkt die eigene Gewissenhaftigkeit, die Zuverlässigkeit, ermöglicht auch Leistungsbereitschaft, also zu wissen, was könnt ihr, worin seid ihr gut, dann auch zu sagen, ich möchte auch Leistung in den Bereich bringen. Und es hilft auch danach zu sagen, ich will nicht einfach nur irgendwie meine Sachen machen und bin da auch fehlerfrei zu sagen, sondern ihr wollt auch Feedback bekommen, ihr wollt aus Fehlern lernen können, ihr wollt eben selbst reflektieren können. Und all das führt dazu, dass ihr im besten Fall dieses Ideal des Lifelong Learnings, also lebenslanges Lernen, auch verinnerlicht und hier eben weiter auch noch in eurem Berufsleben mehr lernen möchtet und euch verbessern möchtet. Und das letzte Feld ist die berufliche Identität. Da können wir uns die Fragen stellen, wer bin ich eigentlich, wer möchte ich sein und was ist mir wichtig? Also hier geht es um die Orientierung und Zielklarheit dafür, was ihr eigentlich wirklich nachher arbeiten möchtet, wo ihr arbeiten möchtet, in welcher Karriere ihr letztendlich sein möchtet. Und das hat viel mit selbstbestimmten Handeln zu tun. Also es geht nicht unbedingt nur darum zu schauen, was wollen jetzt zum Beispiel Arbeitgeber haben, sondern wo wollt ihr nachher am Ende arbeiten? Wollt ihr in Unternehmen arbeiten, die sich für Nachhaltigkeit zum Beispiel einsetzen oder für neue Technologien? Da zu schauen, wo steht ihr denn eigentlich und das auch selbst zu bestimmen und euch nicht treiben zu lassen von äußeren Umständen. Und all das erhöht eure Zufriedenheit eben nicht nur im Studium jetzt schon, weil ihr wisst, ihr lernt jetzt etwas für die Zukunft, wo ihr später arbeiten wollt, sondern auch ganz klar im späteren Berufsfeld. Und das ermöglicht euch eben auch aktiv genau diese Ziele zu verfolgen und auch ein Durchhaltevermögen zu entwickeln, wenn es eben mal steinig wird. Das ist auch ganz normal. Es wird auch mal schwierige Zeiten geben im Studium, auch im Beruf. Aber wenn ihr wisst, wo ihr hin wollt, dann wisst ihr, wofür ihr arbeiten möchtet und dann habt ihr euch da auch entsprechend einfacher verortet. Und all das steigert auch letztendlich eure Motivation, sich solchen Herausforderungen zu stellen und eventuelle Schwierigkeiten zu überwinden. Und all diese Entwicklungsfelder fassen sich eben zusammen unter diesem Begriff der Employability, die ihr im besten Fall eben stärken könnt und auch wollt und das auch mit uns gemeinsam machen könnt. Und da will ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen, wie ihr ganz konkret mit uns, mit unserer Abteilung Career Services in Kontakt treten könnt, wie wir euch da unterstützen können, eure Employability zu stärken. Und da haben wir als offensichtliches Angebot unser Veranstaltungsprogramm, das ihr bei unserer Webseite einsehen könnt. Hier mal ein kurzer Auszug vom aktuellen Semester. Da haben wir eben ganz verschiedene Seminare online und auch offline, also in Präsenz, verschiedene Vorträge, wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt, zum Thema mentale Stärke, also wie man in kritischen Situationen im Studienberuf auch umgehen kann oder auch Bewerbungsprozess hier unten, die eigenen Kompetenzen einschätzen zu können, wie schreibe ich Bewerbungen, wie stelle ich mich gut dar. Also könnt ihr im Detail in Seminarsituationen genau diese Kompetenzen ausbilden und wir haben das auch für verschiedene Zielgruppen, also offen für alle, für Internationals, aber eben auch für bestimmte fachspezifische Studierende. Also da findet ihr auf jeden Fall auch ein passendes Angebot für euch. Das wäre so das eine Angebot, was wir euch geben möchten. Und ein anderes Angebot, was wir haben, ist die Karrieremesse, Karriere weltweit, die dieses Jahr wieder stattfindet. Seht ihr jetzt auch hier, also am 6. Dezember in der Kongresshalle in Gießen wird das Ganze stattfinden. Jetzt erstmals auch wieder in Präsenz. Die findet alle zwei Jahre statt. Letztes Mal 2021, da war es digital, aber dieses Jahr wieder in Präsenz. Und das ist eine große Jobmesse mit vielen regionalen, nationalen, internationalen Unternehmen, die sich dort vorstellen, also Messestände haben und dann mit euch in Kontakt gehen können und ihr dort auch schon erste Netzwerke aufbauen könnt mit den Unternehmen, die für euch interessant sind. Und dazu haben wir noch ein umfassendes Rahmenprogramm.
Das heißt, wir bieten auch noch Workshops an, Beratungen an, Vorträge an, rund um das Thema Karriere, also Gehaltsverhandlungen zum Beispiel. Wie schreibe ich auch eine Bewerbung? Wie gehe ich auf Arbeitgeber und so weiter zu? Also all das findet ihr auch in unserem Rahmenprogramm. Und was wir ganz konkret auch machen, sind direkt vor Ort Unterstützungsangebote, wie zum Beispiel Bewerbungsmappenchecks. Da arbeite ich mit dem Hochschulteam der Agentur für Arbeit in Gießen zusammen. Und dann könnt ihr dort vor Ort zum Beispiel Unterlagen mitbringen und könnt die dann einfach mal prüfen lassen, einfach mal bewerten lassen von jemandem, der da sehr viel Erfahrung mit hat und eben auch noch vieles mehr. Und das ist ein guter Übergang zu unserem dritten Angebot, was wir für euch haben, nämlich genau die Zusammenarbeit mit dem Beratungsangebot der Agentur für Arbeit. Da haben wir eben genau das Hochschulteam dort, was mit uns zusammen hier Beratungen durchführt, auch in Online und in Präsenz. Da könnt ihr euch bei uns anmelden. Da gibt es eben Hilfestellung zur Allgemeinorientierung für Karrierefragen. Also könnt ihr mit allen möglichen Fragen rund um das Thema Karriere zu uns kommen. Und wir helfen euch dann dabei, eure eigenen Perspektiven zu entwickeln, auszuarbeiten, Strategien auszuarbeiten, eben genau für euren eigenen Karriereweg. Und können euch auch ganz konkret Lösungen anbieten bei Schwierigkeiten, die vielleicht auftreten, wenn ihr Bewerbungsunterlagen euch zusammenstellen wollt, wenn ihr euch vorbereiten wollt auf Assessment Center oder auf Bewerbungsgespräche, da könnt ihr eben eine Beratungsstunde bei uns entgegennehmen. Und das vierte Angebot, was ich euch gerne noch vorstellen möchte, das ist unser Jobportal, was wir auch bei unserer Webseite haben. Also wir haben ein eigenes Jobportal, was wir bei uns pflegen, der Abteilung. Und dort findet ihr hier ein kurzer Auszug, verschiedene aktuelle Jobs, Vollzeit, Teilzeit, Werkverträge, Praktika, die wir von Unternehmen dann bekommen, bei uns listen und wo ihr euch dann auch direkt informieren könnt über aktuelle Angebote für Studierende, für euch sozusagen, um hier euch bewerben zu können auf verschiedene Jobangebote. Also da auch gerne mal vorbeischauen und euch die Liste angucken, die aktualisieren wir eben regelmäßig. Dann komme ich jetzt zum Schluss noch ganz kurz zu uns oder unserem Team. Ich stehe ja jetzt hier vor euch, aber natürlich bin ich nicht allein in der Abteilung, deswegen hier nochmal ganz kurz uns aufgelistet, wenn ihr auch Beratung zum Beispiel in Anspruch nehmen wollt. Wir sind zu dritt. Wir haben einmal Benjamin Frank Morgan, unseren Koordinator, der sozusagen die Career Service auch gegründet hat, sozusagen hauptverantwortlich ist. Dann ich als Fachreferent in den Natur- und Lebenswissenschaften für Career Services und meine Kollegin Annika Greinert, Fachreferentin für die Geist- und Sozialwissenschaften. Wir alle bieten auch Beratungen nochmal ganz konkret für euch an in den verschiedenen Fachbereichen. Also wenn ihr da euch zugehörig fühlt, könnt ihr euch gerne bei uns entsprechend melden oder auch bei allgemeinen Fragen euch telefonisch oder auch per Mail bei uns einfach melden. Genau. Und damit komme ich dann auch zum Ende und will noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir hier unsere Webseite haben, also unigießen.de/career. Dort findet ihr alle Angebote, die ich euch gerade auch vorgestellt habe, hier noch mal aufgelistet. Alle weiteren Informationen, auch das aktuelle Veranstaltungsangebot gibt es dort ebenfalls. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut und bei uns einfach euch die Angebote anguckt, Beratungen in Anspruch nehmt und mit uns ins Gespräch kommt. Wir helfen euch da auf jeden Fall gerne weiter und beraten euch. Dann vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Und ja, das sind wir jetzt am Ende.